Fort de Longchamp war eines von sechs großen und sechs kleinen Festungswerken des Festungsrings Lüttich. Der Ring wurde 1880 bis 1890 nach Plänen des Generals Henri-Alexis Brouillamont um die belgische Stadt Lüttich herum gebaut. Dabei wurden erstmals Beton und Stahlbeton in größerem Umfang verwendet. Nachdem am 8. August 1914 als erste Festung das Fort de Longchamp nach intensiven Beschüssen 21 cm Mörsern kapitulierte, nutzten die deutschen Angreifer die Chance, die Bresche im Festungsgürtel zu erweitern. Zweitägiger Beschießung ergab sich am 11.08.1914 das Fort Avigny, so dass weitere schwere Artillerie vorgeschoben werden konnte. Während die schwere Artillerie des 9. Armeekorps sich die Forts Fleurons und Ponty vornahmen, kümmerten sich das 7. Armeekorps und die Forts Embourg und Champfontaine. Am 13.8. vormittags kapitulierte dann das Fort Champfontaine, mittags das Fort Ponty und abends das Fort Embourg. Somit war für das 9. Armeekorps der Weg frei, um westwärts marschierend sich die westlichen Forts vorzunehmen. Am 15.08.1914 wurde dabei das Fort de Longchamp mit schwerster Artillerie, darunter dem 42 cm Mörser, beschossen.
17.20 Uhr. Plötzlich durchschlug eine der 810 Kilogramm schweren Granaten den Beton des Zentralmassivs und detonierte mitten in der rechten Pulverkammer. Durch die Explosion wurde das Fort förmlich zerrissen und fast vollständig zerstört. Von der 550 Mann starken Besatzung kamen 350 ums Leben. Der Festung und dem Militärgouvernement von Lüttich, General Limon, blieben nur noch die Kapitulation. Unter den Trümmern dieser Gedenkstätte liegen bis heute die sterblichen Überreste von 350 Besatzungssoldaten. Thank you.
Niemals wollten die Völker Europas Krieg. Es waren immer die herrschenden Eliten, die uns gegenseitig in den Krieg stürzten. Kriege, die immer nur den Interessen der globalen Wirtschaftseliten nutzten. Der unglaubliche Aderlass, den europäische Völker bis heute erlitten, muss endlich ein Ende haben. Niemals wieder dürfen europäische Schwestern und Brüder in den Krieg gezwungen werden. Wir müssen uns die Hände reichen und erkennen, dass der Feind nicht in der Uniform einer anderen Nation steckt, sondern an den Tischen der Macht in den Regierungshäusern der Welt. Wir bekennen uns zu einem Europa der Vaterländer, einem geeinten Europa von friedlich nebeneinander lebenden Nationen. Wir bekennen uns gegen diesen Krieg, der Familien zerstört und Völker zerreißt. Wir bekennen uns zu einem Frieden, der einzig den Interessen der Völker dient, einem wahren Frieden der Freiheit bedeutet. Frieden und Freiheit für Europa und die Welt. Nie wieder Bruderkrieg.